Heute, was geht ab, Leute? Wir testen heute alle Red Bull. Mein Glas ist am Start. Original, der Classic ist am Start. Wir fangen leicht an. Es sind eine Menge Dosen. Yes. Direkter Vergleich. Den trinke ich eigentlich immer. Sugar free. Und tatsächlich, wenn man die beiden hintereinander trinkt, merkt man schon einen Unterschied. Oh. Ich fand den eigentlich immer solide, sehr gut. Aber der direkte Vergleich, der ist viel besser. Deswegen kam mir die Idee. Neue Edition. Man sieht viel, hört viel im Internet. Meinungen teilen sich. Manche sagen, der ist krass. Manche sagen, der taugt gar nicht. Was ist das für Geschmack? Waldbeere. Und der ist sugar-free. Ich finde den lecker. Fruchtig, süß, leicht säuerlich, aber nicht sauer. Ich würde den nochmal trinken. Und in den Kommentaren, wie findet ihr den? Aprikose, Erdbeere. Ich kenne den schon. Offensichtlich, ich kenne eigentlich die meisten. Ich weiß, dass er mir nicht taugt. Muss sagen, es schmeckt nur Erdbeere. Vielleicht ein Stich Aprikose, aber um ehrlich zu sein, nicht. Es gibt bestimmt Leute, die es rausschmecken und bestimmt auch Leute, die nur labern. Oh ja, dieser Hauch Aprikose. Aber die schmeißen nur. Es schmeckt nur Erdbeere. Ist okay, ich bin halt kein Erdbeerfan. Ist nicht eklig, aber ist jetzt auch nicht mein Favorit. Heidelberge. Gab es nicht irgendwie so einen Kokos? Ah, hier. Den suche ich. Kokos Blaubeere. Der ist geil. Viele haben den mit Montes Blauen verglichen. Fand ich jetzt überhaupt nicht ähnlich. Das Interessante hier ist, manche schmecken mehr Kokos, manche schmecken mehr Blaubeere. I like. I like. Ich schmecke Kokos. Und Kokos ist geil. Ich glaube, das ist auch ein Klassiker. Wassermelone. Oh, bisschen viel. Ist lecker. Nicht zu süß. Ja, anscheinend stört es die Leute, wenn es süß ist. Weil der von Monster, nee, nicht von Monster, doch von Monster, der ist Zero, den trinke ich öfters und der ist schon ziemlich süß im direkten Vergleich so. Ich bevorzuge tatsächlich den von Monster. Aber der hat einen guten Geschmack und ja, bestimmt gibt es Leute, die den abfeiern, weil der nicht zu süß ist. Acai! Acai Bowls overhyped, Mann. Die sind so overhyped. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr Acai Bowls auch so overhyped findet. Hat eigentlich dieselbe Farbe wie Wassermelone. Säuerlicher, sauber. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was das wäre, Digga, kein Plan. Bärig. Ist okay. Kann man machen. Ich will es mir nicht nochmal holen. Ist halt so. Ja, ist okay. Ist typisch. Ich glaube, die meisten sind so. Ja, ist okay. Ich glaube, man hat immer so ein Lieblingsgericht
Geschmack. Und alle anderen sind meistens, ja, kann man machen. Tropical. Direkter Vergleich zu Montes Tropical. Mhm. Ja. Der taugt mir gar nicht, Mann. Schmeckt wie alte Fanta. Nein, Mann. Was ist das, Mann? Wer trinkt den? Bitte, sag mir nicht, dass ihr den trinkt. Was ist das? Oh. Juneberry. Was ist Juneberry, Baby? Also die deutsche Frucht. Der deutsche Name. Puh. Der hatte ordentlich Bums. Gerne lilane Frucht. Ey, mir fällt gerade auf. Ich trinke das ja aus dem Weinglas, man sieht die Farbe, das Aroma kommt. Es macht ja eigentlich voll den Unterschied, ob man es direkt aus der Dose trinkt, du weißt nicht mal welche Farbe. Bei Juneberry, ich hätte nicht gewusst welche Farbe, ich trinke es, dann bin ich weniger voreingenommen. Weil jetzt weiß ich, lila, mein Gehirn, meine Nase, alle meine Sinne, die so lila, lila, lila. Einfach nach irgendwas Bergigem mit Kohlensäure. Naja. Sixth Summer, Heidelberger. Heidelberger Juneberry. Ich sehe da keinen Unterschied. Okay, die Farbe ist ein bisschen anders. Ganz anderer Geruch, ganz anderes Aroma. Der schmeckt auch schlecht. Intensiver Heidelberg-Geschmack, ja. Vielleicht für Leute, die Heidelberge abfeiern. Mir ist das Ganze zu bärig, zu fruchtig, Mann. Wenn ich Energy Drink will, dann will ich sowas. Dann will ich sowas. Ab und zu sowas. Aber das hier war gerade zu bärig, Mann. Weiter geht's. Kaktusfrucht. Wobei, nee, der ist zu geil. Den hätte ich eigentlich früher testen sollen. Das ist Zero. Und das, den trinke ich eigentlich immer Sugar Free. Für den direkten Vergleich. So muss Energy Drink schmecken. Diese bärigen Sachen waren mir zu bärig, Mann. Birne Zimt. Klingt eigentlich geil. Schmeckt den Zimt jetzt nicht so raus, aber ist lecker. Der letzte, Kaktusfeige. Kaktusfrucht, sorry. Lecker. Einer meiner Favoriten. Ich habe den hier gefunden, Leute. Irgendwo in einem Späti in Berlin. Aber ein paar Tage später habe ich den überall auf Twitter gesehen, dass der jetzt auch normal in den Läden erhältlich ist. Hier steht Kuruba Elderflower. Ich weiß gar nicht, was das genau ist auf Deutsch. Aber let's go! Der soll gut sein. Also Feedback zu dem hier online war nicht so gut, aber zu dem sehr gut. Spring Edition, Summer Edition. Oh, ich wusste gar nicht, dass die sowas haben.
Sehr appetitlich. Sie. Sie. Okay. Das könnte mein Favorit sein, tatsächlich von allen. Der ist echt geil. Top. Das Einzige, was vielleicht besser ist, ist das für mich. Aber von allen Geschmäckern, sag ich mal, ist das der Beste, ganz klar. Fazit, Abschluss Nummer 1. Der hier. Mein Gott, ich habe so lange, so oft Zero getrunken. Geschmacksexplosion. Eindeutig. Der schlechteste, ganz klar. Digga, was ist das, Mann? Was ist das? Wer trinkt den? Die Zero-Varianten. Hier. Die Zero-Varianten sind solide. Der ist nicht schlecht. Ich finde den nicht Katastrophe. Die haben mir auch sehr gut geschmeckt. Die waren okay. Pfirsich ist okay. Melone und Kokos. Die sind auch okay. Also abgesehen vom Gelben ist jeder zumindest okay. Aber die drei schmecken eigentlich sehr identisch. Einfach bärig. Ja, und das war's von mir und allen Red Bull. Ich kann mir erstmal Monster Energy. War interessant, mal alle relativ zeitnah, nicht alle waren am selben Tag, aber relativ zeitnah zu probieren. Da merkt man schon nochmal einen deutlichen Unterschied. Aber mich hat jetzt eigentlich nichts wirklich umgehauen. Die Zero-Varianten halt immer noch die besten, weil Zero. Und geschmacklich waren die anderen jetzt nicht so viel krasser, dass ich sage, boah, ja, für die Kalorien gönne ich mir doch lieber eins von denen. Und ein paar ziemlich schwache waren auch dabei. Die trinkt, glaube ich, eh keiner. Also ich sehe eh niemanden, der die trinkt. Schreibt gerne unten in die Kommentare eure Lieblingssorte. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Wir sehen uns.